Ich versuche jetzt einfach mal just for fun Molten Stahl. Gucken, ob man da drin verbrennen kann. Okay, das war kacke. Hier geht was anderes lang. Scheiße. Oh ja. Man brennt in Stahl. In allen flüssigen Metallen. Uff, ich höre gar nicht mehr auf zu brennen. Scheiße. Doch, bis auf zwei Herzen hat mich das Ding runtergehauen. Steht dann da eigentlich, Burn to Swimming, nee, Swim in Steel? Burn to Death würde bloß dastehen. Scheiße, und schon geht's los. Ich muss den obersten Block irgendwie wegkriegen, ohne dass er da reinplumpst. Happen. Wo machst du das auch eigentlich? Ne, Stahl nimmt da nicht an. Wo ist da überhaupt Stahl? Ach, da unten drin. Soll ich dich reinschubsen? Soll ich das eigentlich hin tun hier? Hm? Jetzt kannst du mal sehen, wie lange ich gebrannt habe. Hast du mir was zugeworfen? Yep, Titanium. Ach so, das ist hier rein erst einmal. Ach so. Und wie viele Herzen hast du noch? Ich regeneriere schnell. Ich hatte noch 7. Kein sieben Grund. 7 bis 7,5. Also normal, so lange wie man normal auch mit Feuer brennt. Ja, länger. Mich hat auf 2 Herzen runtergehauen. Aber du warst auch, glaube ich, länger drin. Hä? Los, hä? Der nimmt die Lava hier drinnen nicht an. Hier ist aber ein Hohlraum. Jetzt habe ich das Ding gedreht, wow. So. Ich brauche erstmal Strom. Ich schließe da jetzt erstmal Strom an. Ball ist schon wieder gegangen, wow. Haben wir noch Stromkabel? Jupp. Yep. Sogar stärkere. Obwohl das egal wäre. Ne, ich hatte ja schon welche verbaut. Wir haben nur noch einen Hardenit und einen Leadstone. Also, wow. Dann, warte. Eins, zwei, drei. Die führen ja sowieso gerade ins Nichts hier oben. Wir müssen irgendwann den ganzen Boden aufreißen, um die alten Kabel mit neuen zu verbinden. Apropos, drei. Was ist? Läuft bei dir eigentlich dauerhaft durch? Gar nichts momentan. Ach doch, ja, dein Elektrolyzer. Ach so, ja. Ja, weil die Energiezelle oben, dachte ich, ist mittlerweile wieder aufgeladen. Die hat nur noch 2 von 10, also 20%. Bald haben wir keinen Strom mehr. So, jetzt setze ich hier die Blöcke hin. Da fehlt irgendwas. Irgendwo fehlt ein fucking Block. Es wird nur diese Wand hier angezeigt, die jetzt fehlt. Ich hatte Lava drinne, nichts. Warte mal. Sicher, dass das so, bevor du zu baust.
sicher, dass das ein doppelter Hohlraum sein muss und nicht ein Block? Ja, nee, du kannst reingehen hier. Geh rein, da siehst du, dass es hohl ist. Kannst reingehen, du kommst dort wieder raus. Ich weiß, dass es hohl ist, aber wie gesagt, sicher, dass es nicht nur der, wo ich drin stehe, der Block hohl sein muss, sondern wie du eben hattest, beide. Das war meine Frage. Es sind doch beide. Ob es wirklich beide sein müssen, das war meine Frage. Oder ob es richtig ist, nur einen, wo du die Lava reinsetzt. Das siehst du, wenn du hier an der Kante stehst, da siehst du, dass da kein Hologramm drin ist. Ich sehe sowieso kein Hologramm, Ike, weil das bei dir drin ist, das weißt du hoffentlich. Ich mach das jetzt nochmal mit Lava hier, also irgendwann verzweifle ich. Uncomplete Structure. Incomplete Multiblock. Hä? Ach. Sicher, dass das hier verboten sein darf? Ja, das ist ja hier auch verbunden und das klappt alles. Okay. Das heißt, der sagt mir, dass da ein Block fehlt. Gib mir das Hologramm her, oder kannst nur du das haben? Nee, hier drauf und dann hast du ein H in der Mitte. Da klickst du einfach drauf, dann siehst du es. Na, oh, ich dachte, du hast jetzt dort so ein Ding abgebaut. Boah, ich hätte dich jetzt erschlagen. Ich crafte nicht nochmal so eine Dinger, ey. Stell dich mal dort an die Kante. Da siehst du, dass drinnen ein kompletter Hohlraum ist. Von zwei Blöcken. Ja. Ich hau mal ganz kurz Google an. Geht ja nicht anders. Ach du Scheiße, wie hieß die Rotze? Industrial Blast Furnace von Tech Reborn. Der geht natürlich nicht. Gibt's. Oh, hier haben wir eine Wiki, das ist sehr schön. Energie-Items startet wird. Ne, Energie müsste das sein. Transformers Generatoren. Industrial. Oh Gott, wie hieß der Scheiß nochmal? Irgendwas mit Blast Furnace. Industrial Blast Furnace, genau. Gibt's auf der Wiki gar nicht. Ja, gut. Ey, willst du mich verarschen? Blast Furnace. Blast Furnace at Block, bla 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 bla. Industrial Machine Casing, bla bla bla. Industrial. Irgendwas ist gerade mit diesem Dingsbums kaputt. Wow, der heißt hier einfach nur Blast Furnace. Ja, der hat. Ich hab das richtig gebaut. 3? Dort 8? Dort 8? Kannst mir trotzdem mal den Gefallen tun und vielleicht einfach nur probeweise die andere Maschine nochmal um einen Block verringern. Dass es wirklich mit den Abständen nicht geht, weil das hier sind unterschiedliche Blocktypen. Das erkennt er vielleicht, aber hier geht eine Linie. Ich hatte die letztes Jahr oder Anfang des Jahres, wo wir das so gespielt haben, auch alles nebeneinander gebaut bei mir. Es war ja alles auf der zweiten Etage. Lass dir doch helfen und probier's. So. Ich such gerade 2 Block of Lava in the center of Multiblock will add 500 Heat, also 1000. Lava hat insgesamt dann nur 1000.
Ja, das Video will ich mir jetzt nicht angucken gerade. Ich kann das hier gerne versuchen, aber das dürfte nicht das Problem sein. Ey, ernsthaft, jetzt fangen die nebenan wieder an zu pochen, ey, ich krieg das kurz. Dann mache ich das ganz anders. Danke, dass ich helfen konnte. Hast du gar nicht, das war alles meins. Alles ich gemacht, nicht du. Es sind halt immer solche binalen Sachen. Einfach irgendein Quark. Der Spaß kommt dann hier hin. Mann, ey. Oh, stimmt, hier war ja Wasser drinne. Scheiße, ich hab keinen Eimer. Ich hab keinen freien Eimer. Jetzt hab ich einen. Das war vorne dran. Das kommt daraus. Also muss das hier hinter. So. So, da kommt das Wasser rein. Der Spaß kommt da ran. So, das Ding braucht nur noch Strom. Dann kam der Spaß. Der war, ich glaube, mittig lag der. Ja, der Strom geht hier hinten dann lang. Und so. So und so. Kann ich das abbauen? Oder spare ich mir einfach jetzt eine Flüssigkeit? Indem ich das um eins runtersetze. Ach, eine Flüssigkeit. Eine Energieleitung. So. So, 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 so. Sollte natürlich auch wieder richtig gesetzt werden.
So. Hallo? Mir fehlt hier was? Hast du zufällig irgendwas eingesammelt von mir hier? Mir fehlt ein Standard Machine Casing auf einmal. Nö. Hä? Ich habe ein Advanced Machine Framework, den meine ich hatte ich schon die ganze Zeit. Mir fehlt auf einmal so ein Casing-Teil. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Nicht mal der Magnet sammelt irgendwas ein. Ich habe zwar noch eins auf Reserve im Backpack gehabt, aber... Das ist ja scheiße. Ey, das ist richtig kacke jetzt. Ich habe die alle mit einem Wrench abgebaut. Hat die Wrench vielleicht nur eine Prozentchance, das normal abgebaut? Nee, nee, das baut immer normal ab. Okay. Naja. Arschcreeper, ey. Boah. So sind wir hier im geklemmten Gebiet. Na, da hat sich bei dir auch etwa angeschlichen, ne? Ich bin einfach nur unten in unserer riesen Höhle und farme gerade. Und auf einmal habe ich es hinter mir zischen gehört. Leck mich. Na, danke. Jo, das war's. Ich darf wieder alles abbauen. Es darf gar nichts dran sein. Mike hat heute echt einen super Tag erwischt. Boah, ey, nee. Schon wieder her. Es darf wirklich nichts daneben verbaut sein. Ist doch für ein Arsch, ey. Ist aber dasselbe wie bei den Immersive-Sachen. Ja, das Problem ist, jetzt brauche ich eins und die Kabel reichen gerade so aus. Die Energiekabel. Für was reichen die aus? Dass ich an die Maschine rankomme. Die haben gerade so ausgereicht.
wieder. Das kommt jetzt erstmal alles hier rein. Das werde ich die nächste Zeit so schnell nicht mehr brauchen. Das da rein, das da rein. Das da rein, die Eimer kommen hier rein. Das Questbuch kommt auch da rein. Das Bett, die Fackel kann da rein. Den Cobblestone schmeiße ich da rein. Ei, 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 ei. Ich wollte Marbel holen. Das habe ich zum Glück nicht weggeworfen. Irgendwie sind hier auch Blöcke abhanden gekommen jetzt mittlerweile. Frag mich nicht, wie das geht. Was meinst du mit weg abhanden gekommen? Ja, es sind zwei Blöcke Marble, die auf immer weg waren. Genauso wie das eine Machine Casing. War doch dasselbe wie mit meinen Emeralds, als ich den Markt abgebaut hatte. Ah, nicht mal, ich bin nur rausgetappt. Ja, hat der hier jetzt noch ein paar Platten hergestellt? Nee. Dann werde ich das gleich noch machen. Und zwar 49 Platten noch. Yay. Nee. 55 Platten noch. Komm, die 100% kriegt man noch voll hier. Was hattest du da jetzt eigentlich drin? Lava, oder? Ich hab Lava reingehauen. Der hat von Anfang an schon 800 noch was drinne gehabt. Und ja. Ich habe jetzt noch zweimal Lava reingeschmissen, damit auf 1860 kommt. Ja. Ja, beim nächsten. Offscreen werde ich dann irgendwann mal die ganzen Maschinen, die jetzt noch vor der Schmelze sind, an die andere Wand klatschen. Dann verschwindet auch die ganze Kabellage hier, auch die unterirdische. Das lassen wir dann alles da hinten unter die Erde gehen. Darko, komm mal mit. Hier in die Wand baue ich dann die ganzen. Hier in die Wand baue ich dann die ganzen Maschinen rein. Ich hab den scheiß Ring im Inventar, kein Wunder, dass ich das Zeug einsammle. Hier hinten baue ich die Maschinen in die Wand rein. So dass ja. Die Energiekabel hier hinten langgelegt werden, unter die Erde gehen und die Maschinen hier alle befüllen. Dass die jetzt zum Beispiel auch bloß hier an der Seite hochkommen und ja, den befeuern. Und die überirdisch, also in der zweiten Etage sind, die muss ich auch mal sehen, dass ich die irgendwie so seitlich verbaue. Genauso wie die hier. Dass die dann hier, da wo das Glas so hinter die Wand dann gehen. Oh, das mache ich alles offscreen. Yep. Aber hey, wir könnten schon wieder 4 Titanium herstellen plus die 4, die wir schon haben. Ja. Kupfer und Aluminium, vermischt sich das? Ich meine zu Aluminium-Bars. Okay, dann nicht. Also Aluminium würde ich nie mit irgendwas reintun. Das ist reaktionsfreudig hoch 20. Guck mal, hier in der Kiste, du hast hier Saphire und sowas reingeschmissen. Saphire, Period, Red Garnet, Rubin. Das kannst du alles in den Crusher mitschmeißen.
Also ja, ich schmeiß das eigentlich immer instinktiv an. Och, und oben die Erzkiste nicht auf Sortieren klicken, bitte. Hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Das ist ein Instinkt, damit ich alles auf einer Reihe habe. Nein, weil ich unten halt das Zeug habe für den Industrial-Analyzer. Warte mal, jetzt reicht's. Gut, ich habe eine andere Kiste dafür, so. Ich habe mich gerade eine hingestellt, wow. Nö, wir hatten auch eh eine freie. So, hier sind jetzt noch 49,50, also brauche ich noch 5 Platten und dann Arschlecken hier. Achso, wir können jetzt auch einen Tank mit Moltenlunium, Lucium, wie auch immer, anfertigen. Über die Tinkerschmelze. Ich habe eine Hose von einem Zombie. In der goldenen Hose mit Blast Protection, Last Stand 2, Unstable 2, Unbreaking 3 bekommen. Was? Gesundheit. So, das hier noch. Die können da rein. Ja, dann haben wir wieder einen lockeren Stack davon. Dann Arschlecken, ja. Könnt ihr mich am Popperzchen knuddeln? Hey, das muss doch irgendwie jetzt gehen hier. Ich habe irgendwie gerade so einen komplett komischen Soundbug. Warum? Ich höre alles ganz normal, außer das Abbauen. Ich wollte gerade Tungsten zu Ingots machen. Die brauchen 2500 Hitze. Also brauchen wir doch was Wärmeres. Oh Mann. Industrialblast Furnace. 3000 Hitze, wenn du Tungsten und Steel. Boah, leck mich, ey. Nee. Da brauchen wir doch was Härteres. Ja, wir müssen erstmal auf Hot Tungsten Steel kommen. Dazu brauchst du das Tungsten. Hä? Ja, wir brauchen was Heißeres da drin auf jeden Fall. Rockstar, Dancer,